Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Video. Ich habe bei einem Gewinnspiel oder bei einer kleinen Verlosung teilgenommen beim Kanal M1 Malta. Und ja, habe jetzt das Päckchen schon bekommen. Ich glaube gerade mal ein oder zwei Tage danach, also das ging sehr schnell. Vielleicht ein Glücks, wie soll ich sagen, ein Glattläufer. Jedenfalls, ja, Absenderadresse habe ich versteckt und Empfänger, wobei hier ein kleiner Tippfehler ist, hier steht am Doppelpunkt. Ich nehme mal an, das sollte an heißen. Nun gut, ja, von außen sieht man nicht wirklich, was drin ist. Ich habe jetzt auch nicht mehr genau im Gedächtnis, was eigentlich drin ist. Ich werde das Ganze mal aufschneiden. Das ist so gut verpackt, das weiß ich gar nicht, wo ich da am besten anfange. Vielleicht an der Oberseite. Ich kann mal das, was oben bezeichnen kann. Ja, mit Klebeband hat er nicht gespart. Ja, gute Frage, vielleicht jetzt. Ah, das spüre ich schon raus. Wenn wir das vielleicht auf der Seite öffnen. So. Vielleicht auch keine so gute Idee, von der Seite zu öffnen, aber egal. Ich werde das schon irgendwie aufkriegen. So. Ich glaube, ich habe da jetzt alles draußen. So sieht das Ganze jetzt mal aus. Werde ich gleich mal vorlesen. Hier steht, Hi Pöli, hier ist dein Gewinn, hoffe du kannst was damit anfangen. Grüße aus dem nassen, kalten Deutschland. M1 Malta, hier nochmal sein Kanal. Und, also, da ist ein, ja, wie sagt man eigentlich, Notizbuch, oder? Es steht eigentlich nichts drin, es sind nur karierte Seiten. Und hier vorne steht drauf, Schweißhelden. Und da ist eine Figur. Und ja, dann noch eine Kappe. Ja, also so irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich sie eine Stufe enger machen sollte. Jedenfalls ist hier auch diese Figur drauf. Und hier vorne steht, was steht da eigentlich? Ja, Schweißhelden. Genau, also das war jedenfalls mein Gewinn, hat mich natürlich sehr gefreut und auch ein bisschen überrascht, weil er doch schon relativ viele Zuschauer hat und ich nicht unbedingt damit gerechnet habe, dass ich diese zwei Sachen hier gewinnen werde. Freut mich natürlich sehr. Ja, werde auf jeden Fall weiterhin seine Videos anschauen. Ich finde die ganzen technischen Sachen hier eigentlich ganz interessant. Und ja, schaue ich mir gerne zu, auch wenn es mir persönlich zu aufwendig wäre. Also ich werde nicht mehr einen Auspuff selber reparieren oder irgendwie eine Leiter in den ersten Stock selber bauen. Das mache ich nicht, aber mich interessieren die Sachen trotzdem und manchmal sind da ganz lustige Sachen dabei oder eben Gewinnspiele wie dieses. Ich werde das Video jetzt als Videoantwort hinzufügen, damit ihr auch seht, welches Video es geht und er natürlich weiß, dass ich das Geschenk jetzt bekommen habe oder den Gewinn oder wie man das nennen will. Ja, das war's.